Kommt Endel zurück. Die Frage stellen sich viele One Piece-Fans und ich möchte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Da die Meinungen hier stark auseinandergehen, werde ich euch ein paar Gründe liefern, die für, aber auch gegen ein Comeback Endels sprechen. Was wäre denkbar und was kann man ausschließen? Egal wie man es auch dreht und wendet, egal ob er zurückkommen wird oder nicht, Endel steht in der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Schauen wir uns als erstes einmal ein paar Gründe an, die gegen ein Comeback sprechen. Es gibt einen starken Grund, der immer wieder von Leuten in den Raum geworfen wird, die sich kein Comeback Endels vorstellen können. Und hier muss ich ihnen sogar recht geben. Um es kurz zu machen, Endel wollte nach Ferryworth, also zum Mond. Sein Traum hat er somit erreicht. Warum sollte man auch ein neues Fass aufmachen, um ihn zurückzuholen? One Piece sollte laut Oda zu 80% abgeschlossen sein. Gegen eine Rückkehr Endels spricht zum Beispiel, dass die Handlung ja auch nicht zu sehr in Stocken geraten darf und man kann es sich dabei auch vieles kaputt machen. Ähnlich wie bei guten Serien, die man immer wieder ausschlachtet, statt zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Wie will man denn Endel noch in die Geschichte einbinden? Es gibt einfach noch zu viele Baustellen. Wir sind gerade auf Wano Kuni. Alles dreht sich rund um die Kaiser. Dann haben wir die Supernovas und natürlich die Marine. Wie stark ist sie gerade aufgestellt? Wird Corby erst am Schluss Admiral oder vielleicht sogar früher? Die Samurai werden durch jemand Neues ersetzt. Green Bull wird uns noch näher vorgestellt. Wir erfahren mehr über die Revolutionäre. Im Sama, den Pornoglyphen und der wahren Geschichte. Bald sehen wir Vegapunk und erfahren hoffentlich noch einiges über die Teufelsfrüchte. Welche Vergangenheiten werden uns noch gezeigt? Und wer wird am Ende alles sterben? Schließt sich noch jemand den Strohhutpiraten an? Wie viele Mitglieder bekommen sie noch? Ilban darf natürlich auch nicht fehlen. Und wenn noch etwas Platz ist, wird uns noch das Geschäft der Kopfgeldjäger ein wenig näher gebracht. Später gibt es noch die große Schlacht. Und vielleicht sehen wir auch, wie Raffi die Fischmenscheninsel zerstört. Was kommt dann? Außerdem würde es mich interessieren, was mit den Whitebeard-Piraten passiert ist. Denn bisher ist ja nur Marco aufgetaucht. Edward Beeble wird sicherlich auch noch eine Rolle spielen, da er sich für den leiblichen Sohn Whitebeard hält. Und am Ende wartet ja noch Raftel auf den zukünftigen König der Piraten. Es gibt sicherlich noch viel mehr, was uns erwarten kann. Was ist zum Beispiel das One Piece? Erfahren wir noch, was mit Zorros Auge ist? Was hat es mit dem Die auf sich? Was ist mit den verfluchten Schwertern? Es gibt vieles, was noch aufgeklärt werden muss. Oder zumindest einen höheren Stellenwert als Endel hat. Was kann Endel hier noch beitragen? Endel war ja auch noch nie auf dem Blaumeer. Wie soll er sich in einer gefährlichen, aber auch unbekannten Umgebung zurechtfinden? Stark ist er ja. Keine Frage. Doch in der neuen Welt ist er ohne Rüstungshaki ein kleiner Fisch. Er muss sich vor ihm in einer unbekannten Welt zurechtfinden und vieles von Grund auf erlernen. Der Strohhutbande schuldete er keinen Gefallen. Warum sollte er für sie seinen Kopf hinhalten? Zudem folgt er alleine seinen eigenen Interessen. Welche Beweggründe sollte Endel haben, um noch einmal zurückzukehren? Bisher gibt es keine, zumindest keine offiziellen. Seine Heimatinsel Boca, eine Himmelsinsel, hat er ja zerstört. Interessant ist jedoch, dass die Mondstadt Boca denselben Namen trägt wie Endels Heimatinsel. Ihm bleibt also nur der Mond oder das Blaumeer. Wäre Endel nicht so stark? Endel würde auf dem Blaumeer richtig abgehen, wenn er sich unter anderem Rüstungshaki angeeignet hat. Der Punkt ist halt nur, von wem soll er das Rüstungshaki sich abgeguckt haben oder erlernt haben oder erlernen? Die einen wünschen sich ein Duell zwischen Endel und Kizaru. Andere hätten es lieber, wenn Sanji gegen Kizaru kämpft. Doch was wäre besser? Und was macht mehr Sinn? Sanji hat in der Story mehr Gewicht als Endel. Und Sanji setzt genauso wie Kizaru im Kampf seine Füße ein. Sollte Endel zurückkehren, ist es gut möglich, dass Sanji und Endel gemeinsam gegen Kizaru antreten. Aber auch hier spricht mehr gegen Endel. Und es gibt so viele Charaktere.
die bei Fans noch beliebter sind als Enel oder man auch wieder zeigen kann oder sogar wichtiger sind als Enel. Warum sollte man sie nicht einem Enel vorziehen? Man kann auch Charaktere zeigen, die wir bisher noch nicht gesehen haben, so wie Zorros Eltern zum Beispiel oder bisher alles aus dem Verborgenen gesteuert haben und für heutige Zustände ihre Mitschuld tragen. Die Frage, die man sich bei einem Comeback auch stellen muss, ist die, wie weit sich Enel vom Wesen her noch ändern kann und wird oder auch schon geändert hat, denn ohne einen Wandel gibt es auch keinen Neuanfang. Es gab schon viele One Piece Charaktere, die einen großen Wandel durchgemacht haben. Erst fand man sie vom Wesen her eher abstoßend, später hat man sie aber irgendwie ins Herz geschlossen oder zumindest aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und man konnte sich auch viel besser mit ihnen identifizieren. Für sehr wahrscheinlich halte ich es zwar nicht, dass Enel aufs Blaumeer zurückkehrt, aber er kann ja sein Mantra erweitert haben. Sein Observationshaki hatte die höchste Reichweite in ganz One Piece. Dadurch war er seinen Gegnern immer einen Schritt voraus, da er Stimmen kilometerweit wahrnehmen konnte. Und mit seiner Teufelsfrucht wurde das noch verstärkt. Er konnte zwar nicht so weit in die Zukunft sehen wie Katakuri, aber dafür hatte er eine beachtliche Reichweite. Was wäre aber, wenn er sein Mantra so sehr trainiert hat, dass er sogar in der Lage wäre, vom Mond aus alles zu hören. Enel müsste dann aus 384.400 Kilometer Entfernung alles hören. Würde Enel es sich entgehen lassen, ein paar Piraten mal einen netten Besuch abzustatten? Oder vielleicht der Marine oder der Weltregierung? Und warum sollte Enel zurückkehren? Vielleicht erkennt er ja im Laufe der Zeit, dass die Einsamkeit ihn kaputt macht und es Wichtigeres gibt als Macht. Was wäre, wenn Enel herausfindet, dass seine Familie noch lebt, jedoch in großer Gefahr schwebt? Bisher haben wir ja noch nichts über seine Familie erfahren. Was wäre denn, wenn Enel eine Schwester hat, ähnlich wie Raffi einen Bruder oder eine wichtige Person aus seinem Leben, die ihm nahe steht? Würde er sie nicht retten wollen? Was wäre denn, wenn Enel auf dem Mond noch etwas Wichtiges entdeckt oder gelauscht hat, wie Rob Lucci erwähnte, dass Himmelsdrachen die Götter sind, die diese Welt erschaffen haben und es in der Natur liegt, dass ein Gott alles bekommt, wonach er verlangt. Kapitel 907. Was würde das in Enel auslösen? Was würde er dann denken? Würde er das einfach so auf sich sitzen lassen? Kennt Enel vielleicht im Sama? Und gibt es auch andere Möglichkeiten, wie Enel Nachrichten auf dem Mond empfangen kann? Wenn sein Mantra zu schwach ist, Zeitungen kommen in One Piece ja selbst auf Himmelsinseln an. Wäre es dann nicht auch möglich, dass es irgendwelche Mondboxen gibt oder Enel mit seinem Apparat Nachrichten empfangen, aber auch versenden kann? Durch die große Distanz würde es dann jedoch eine halbe Ewigkeit dauern, bis er mitkriegen würde, was auf dem Blaumeer vor sich geht, aber er wäre zumindest in der Lage, dadurch an Informationen zu gelangen. Die Technik dafür hat vielleicht jemand vor langer Zeit installiert, um ungestört seinen Geschäften nachgehen zu können. Niemand sollte erfahren, was dort vor sich geht. Für Enels Rückkehr spricht auch seine Stärke. Oda meinte mal, würde Enel sich auf dem Blaumeer befinden, hätte er ein Kopfgeld von 500 Millionen Barry. Zur damaligen Zeit waren 500 Millionen Kopfgeld sehr viel. Bis auf ein paar dicke Brocken in der neuen One Piece Welt hätte niemand etwas gegen Enel ausrichten können. Außerdem ist Enel auch anpassungsfähig und lernt schnell dazu. In Kapitel 300 sagt Enel noch, als er zum Mond aufbrach, dass ein Gott niemals besiegt werden kann und er eines Tages zurückkehren wird. Wenn man das Versprechen Enels ernst nehmen kann, stellt sich ja nicht mehr die Frage, ob er zurückkehren wird, sondern nur wann und vor allem warum. Im Moment ist für Enel natürlich kein Platz, aber zu einem späteren Zeitpunkt wäre dies durchaus möglich. Jedoch sollte er auch nicht zu spät zurückkommen. Wie würde das denn aussehen, wenn Enel zur großen Schlacht auftaucht, sich Raffis Allianz anschließt, dann vielleicht 5 Seiten lang eine Rolle spielt und wir dann nichts mehr von ihm sehen? Entweder soll es ein gescheites Comeback geben oder gar keines. Wie geil wäre das denn, wenn Enel 700 Kapitel später, also in Kapitel 1000, aufkreuzen würde? Was spricht noch für Enels Rückkehr?
Cover-Stories dienen ja dazu, Geschichten weiter zu erzählen. Nicht selten kommt es vor, dass manche Charaktere wieder in der Hauptstory auftauchen, die lange Zeit in Vergessenheit geraten sind. Caribou haben wir ja auch eine Zeit lang nur noch in Cover-Stories gezeigt bekommen, bis er plötzlich mit Raffi und Kit im Gefängnis saß. Wäre er nicht mehr von Bedeutung, würde er dort nicht sitzen. Enes Cover-Story endet mit Kapitel 474. Sein kurzer Auftritt in Kapitel 933 ignorieren wir einfach mal. Er lernte kleine Wesen kennen, freundete sich mit ihnen an und führt jetzt ihre Armee an. Doch was fängt Enel mit seiner Armee an, wenn er nichts erobern will? Wäre das auf Dauer nicht zu langweilig? Und von was ernähren sich alle? Selbst wenn Enel zurück möchte, wie soll er denn vom Mond auf die Erde zurückkehren? Er konnte sich zwar kurze Strecken lang teleportieren, aber wenn er sich vom Mond aus auf die Erde teleportieren könnte, hätte er das sicherlich schon längst getan. Reicht die Energie Enels oder das Gold der Archimaxim aus, um auf die Erde zu kommen? Lässt er sich eine neue oder verbesserte Archimaxim bauen? Das wäre echt ein epischer Auftritt, wenn irgendwann Enel mit einem neuen Luftschiff aufkreuzen würde und alle dann große Augen machen. Erreicht dann Nami oder den anderen die Hand, rettet sie oder unterstützt sie im Kampf. Interessant wäre es ja, wenn Enel zurückkehren würde und dann seine kleinen Wesen dabei hat, die in der Lage sind, einiges zur wahren Geschichte zu erzählen. Der Mond oder irgendwelche Himmelsinseln können sicherlich viel dazu beitragen. Und da ich im Moment nicht davon ausgehe, dass wir in ferner Zukunft eine weitere Himmelsinsel sehen würden, wäre es doch toll, wenn andere Wesen mehr dazu beitragen würden und einfach auf die Erde kommen, ja vielleicht auch etwas Wichtiges dabei haben. Kommen wir zum Fazit. Im Moment schaut es eher danach aus, dass Enel nicht mehr zurückkommen wird, auch wenn es ein paar Punkte gibt, die uns Hoffnung machen. Möglich wäre es nur, wenn Oda viele Fässer schließen würde, um ein altes Fass zu öffnen. Ein guter Wein muss ja auch erst reifen, um sein Aroma zu entfalten. Vielleicht ist es bei Enel auch so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Würdet ihr euch über ein Enel-Comeback freuen? Warum sollte eurer Meinung nach Enel zurückkommen? Oder seid ihr der Meinung, er sollte dort bleiben, wo er jetzt ist? Wie denkt ihr darüber? Schreibt es in die Comments. Und falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch keine One Piece Videos mehr. Viel Spaß und einen schönen Tag noch. Euer Orakel.